Kluft, denn los geht's mit der Pick- und Bann-Phase. Team NNO gegen Team. Ja, ich bleib da einfach mal jetzt dabei. Wir sehen den Ezreal-Bann gegen Brülki. Das ist natürlich fast schon ein Pflichtbann, denn ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ich sag mal, ne, gerade Brülkis Ezreal ist auf einem Spitzenklasse-Niveau, das wissen wir natürlich. Und auf anderen Champions sieht man ihn dann durchaus lieber. Auf der anderen Seite ja auch Kha'Zix und wir sehen Nocturne, Karthus und auch Kindred eher die Target-Buns gegen Autofill. Ist sehr, sehr schön. Drei von drei Buns gezogen. Ich finde es sehr gut, dass man sieht, wo die Teams vielleicht auch ihre Stärken haben, ne? Wo zumindest die Gegner die Stärke sehen. Aber Jungle ist definitiv ein Punkt, den man angehen muss. Da haben wir aber auch zwei sehr gute Spieler. Also ich glaube, Agurin muss sich da nicht verstecken. Und wir sehen schon, ne, oben in der Kamera, also Team scheint ein bisschen koordinierter zu sein, während Kani und Tolkien da gerade noch irgendwas besprechen, welcher Champion gespielt werden soll. Ich finde es sehr gut, dass sie nicht Yumi picken, sondern sich einfach für Brügis Six entscheiden. Ja, das stimmt. Ja, Six damit natürlich auch so ein Champion, den Brügi oft und gerne gespielt hat auf der Botlane. Oh. Ja, vor allem auch ein Champion, den man gut auf der Weakside spielen kann, einfach zum Wave-Clearen, wo dann zweifelsweise Kani einfach in den Roam gehen kann, um sich um andere Lanes noch zu kümmern oder gerade mit Agurin zusammen für Trubel sorgen kann. Auf der anderen Seite, wir sehen Rakan, auch das ein Champion, den Kutscher sehr, sehr gerne spielt, momentan auch absolut in der Meta, denn man will ja den Engage oder man hat oftmals den Engage auf der Support-Position, das haben sie jetzt schon. Auf der anderen Seite sind natürlich so Soft-Counter noch möglich gegen Rakan. Sowas wie Leona, wie wir vorhin gesehen haben, wäre hier so eine klassische Antwort. Ja, Phillies Rakan ist natürlich auch gefürchtet. Ja, da muss man sich vor in Acht nehmen. Außerdem wären Rakan und Six zusammen stark gewesen. Jetzt sehen wir direkt Xin'Zhao Login und gefollowt vom Hecarim. Starker Pick. Ist mental natürlich auch ein Vorteil, den zu spielen, weil Zola, wissen wir alle, ne, gegen Hecarim sehr ungern spielt. Johnny hat sich auch schon 100-mal drüber ausgelassen, warum der Champion überladen ist. Wenn man jetzt nochmal was Smartes picken will auf Seiten von Team, dann sollte man jetzt einfach eine Caitlyn picken, weil wir wissen alle, dass die Caitlyn Ultimates von niemandem geblockt werden, wenn sie auf Brücke gehen, ne, um da einmal so ein bisschen vielleicht die Schwachstelle der Gegner auszunutzen. Aber ich denke tatsächlich, dass hier der AD Carry wahrscheinlich sogar noch ein bisschen warten muss und man erstmal Fokus auf Johnny setzen wird. Ja, wir könnten einen Kassadin vielleicht sogar sehen. Wir haben auf jeden Fall den Xin'Zhao für Autofill und auf der anderen Seite haben wir hier die Leona. Ja, wie schon gesagt, als Antwort, oh. Yone, das ist ein Champion. Ja, Johnny direkt hier die Hände nach oben gehoben. Ja, es ist ein Champion, den er oft und gerne spielt, gerade als er rausgekommen ist. Ja, also Johnny ist ja jemand, der damals hat er nur eine kleine Champion-Pfütze gehabt. Ja, so langsam hat er einen kleinen Teich sich angelegt. Und gerade Champions, die stark in der Meta sind, die versucht er natürlich dann gerne mal so ein bisschen zu abusen. Ich habe gerade nicht erkannt, was Philly da für eine Nachricht in die Kamera gehalten hat, leider. Hätte ich gerne gesehen. Ne? Ich glaube, er hat irgendwas gezeichnet auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob es ein Hilferuf war oder er uns irgendwas Wichtiges sagen wollte. Vielleicht will er ja auch diesmal endlich das Essen, was er geordert hat. Wenn ich mich zurückerinnere an das letzte Match von Spin damals noch, da hat er ja keinen Döner bekommen. Ne? Da war er sehr wütend. Und einen hungrigen und wütenden Kutscher will man natürlich nicht erleben. Insofern mal gucken, was da heute passieren wird. Wir sehen den Kassadin-Bann, sehr smart gewesen, ne? Gehovert vorher, jetzt hat man ihn noch rausgenommen. Das ist einfach das Mindgame, weil rein theoretisch natürlich auch noch eine Menge Flexmöglichkeiten bestehen. Wir sind in einer Meta, wo alles möglich ist und Team wird sich bestimmt irgendwas vorbereitet haben, irgendwas zurechtgelegt haben, um hier NNO zu überraschen. Das stimmt. Ja, Aatrox, Kanmil, zwei Buns gegen Tolkien. Du hast es gesagt. Auch Tolkien natürlich sehr, sehr stark. Ich meine, jedes Mal, wenn ich mit Tolkien caste, erzählt er mir, welche World-Spieler er schon wieder weggeklappt hat. Ja, also da wird er natürlich nicht müde zu betonen, dass er eigentlich fast alle Top-Laner bei den Worlds schon besiegt hat, bezwungen hat. Und Zola mit einer Vayne. Ja, da gucken wir mal, ob die Gegner auch die Augen dazu aufmachen können, wenn er dann in der Ultimate ist. Er hat dickes Grinsen in seinem Gesicht. Vayne, aber Rakan. Nicht bei Philly. Kutscher ist, glaube ich, jetzt schon mental in einem Zustand, der hat mit dem Game schon abgeschlossen. Ja, es kann funktionieren. Vayne kann unfassbar stark sein, aber sie kann halt auch leider hart ins Gesicht bekommen, wenn dann so ein Hecarim reingeht, wenn eine Leona Ultimate kommt. Wir sehen No Ways Corki, mit dem hat er die deutsche Szene damals komplett fertig gemacht. Aber jetzt auch einen Jax bei Tolkien. Und jetzt ist die Frage, was spielt ein Blade Show dagegen? Weil, ich meine, so ein
Jax von Tolkien ist super scary. Du hast es angesprochen, auch der Corki bei No Way ist super scary. Sie haben auf jeden Fall jetzt schon extremes Scaling und die Antwort ist eine Poppy. Und das kann funktionieren, weil wir haben hier durchaus einiges an Dashes. Auch eine Leona kannst du damit fernhalten von einer Vayne. Also Sola muss ja auf jeden Fall das Late Game carryen oder eben auch wahlweise Johnny. Also da haben wir die Carry-Rollen ganz klar verteilt bei Team. Bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktionieren wird. Eine Poppy, wie gesagt, im Early funktioniert das gegen Jax, der ja auch auf sie draufspringen möchte. Im Late Game hat aber Jax ganz klar die Hosen an. Ja, das ist auch nochmal ein komplett anderes Game als das Showmatch, was wir davor gesehen haben. Wir haben, ich habe 7 andere Champions. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was Neues. Es wird für Abwechslung sorgen und ich glaube, die beiden Teams werden sich hier nichts schenken. Poppy als Last Pick nochmal, um den Leona-Engage wieder später verhindern zu können, um Corki mit der Valkyrie abzubrechen, wenn das geht. Das geht natürlich nicht immer. Wenn man unstoppable ist, sowas wie vorhin, was wir gesehen haben, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber gegen einige Fähigkeiten kann man das einsetzen. Jax zum Beispiel kann man auch davon abhalten, ranzuspringen. Das wird in der Lane sehr relevant werden, wenn man versuchen will, Tolkien auf Abstand zu halten. Ich muss aber sagen, nach dem Draft, denke ich, NNO hat hier genau das bekommen, was sie wollten. Jetzt verstehe ich, was Silly da zeigen wollte. Wow, und jetzt guckt ihr Brücki an. Brücki sofort an Maus und Tastatur, um es hier gerade so ein bisschen Kutscher einzuzahlen. Ich meine, Kutscher mit seinem typisch verschmitzten Lächeln hier, hat er wieder Schabernack getrieben. Bin ich mal gespannt, was die Antwort in der Kluft sein wird. Ja, sie sehen alle ready aus, wir werden auch bald reinspringen. Ich finde die Perspektive sehr schön. Hier Philly und Kani gegenüber, Sola und Bröki. Und da muss man auch einfach sagen, so was das Mindset angeht, sind einfach Kutscher und Sola meiner Meinung nach zusammen als Duo auf einem besseren Niveau. Die einzigen Clips, die ich sehe, sind die, wo Bröki Kani anschreit. Auch wenn er da gerade noch mal ganz kurz nach... Ja, im Moment, aber es zählt nicht, weil Brücke schreit jeden an. Das stimmt. Also mich auch. Ja, von daher schauen wir mal. Ich glaube, hart könnte es natürlich werden für Johnny tatsächlich gegen den Corki von No Way. No. Aber jetzt direkt Klassenfahrt, 5 Mann. Oh, das E trifft nicht. Der Stunt geht nicht durch. Und damit kommt Brücke tatsächlich davon. Da haben Millimeter gefehlt. Die Idee, keine schlechte... Tatsächlich, der Start natürlich jetzt bedingt, eine Poppy, die mit dem E startet, statt mit dem Q, ist auf der Lane erstmal auf Level 1 nicht ganz so stark, aber hätte das geklappt, wäre es natürlich umso stärker gewesen. Ähnlich auch für den Six, mit dem W jetzt zu starten, aber damit eben auch die Sicherheit. Trotzdem, bis auf, dass man hier seine Spells entsprechend geskillt hat, hat man nicht allzu viel verloren. Es hätte aber wirklich nicht viel gefehlt. Also ich sag mal, vor dem Poppy-Nerf, der jetzt schon eine ganze Weile her ist, hätte dieser Stun gesessen. So hat er nicht gesessen. Ja, war knapp. Im Endeffekt ist es schon mal das erste Zeichen hier von Team, dass sie sehr aggressiv an das Ganze rangehen. Ziehen die Minions auch nochmal nach unten, um die Lane da direkt in die gegnerische Richtung zu verschieben. Also die setzen hier alles auf Konfrontation, auf Tempo natürlich. Und demzufolge wird man hier sehr wahrscheinlich auch Botlane ganken. Also wir sehen nämlich, dass Phil oben anfängt. Er könnte entweder direkt versuchen runterzugehen oder wir sehen ihn gegen Corki vielleicht hier ein bisschen was machen. Denn, was man ansprechen muss, wir haben Toplane tatsächlich. Den Corki aktuell, also No Way mit dem Lane-Stop und Botlane, der erste gute Trade für NNO. Ja, NNO mit einem guten Trade hier, also da hat man hier den Sola gefunden und einmal mal eine Runde winken, kann man machen. Es gibt gerade eine kurze Ingame-Pause, Brücki muss nochmal gerade seine Mama grüßen oder Papa oder wem auch immer, zumindest fleißig am Tippen. Ja, ihm ist gerade aufgefallen, dass er W-geskillt hat aus irgendeinem Grund bei Six. Ja, gut. Vielleicht kann man das ja nochmal ändern. Schere, Stein, Papier währenddessen. Ja, geht an Sola. Sola gewinnt immer bei sowas, weil, was hat er genommen? Den guten alten Stein. Ja, und Rocklo läuft ja hier auch rum, so wie viele andere. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, die SpielerInnen alle hier kennenzulernen, dann kommt gerne vorbei. Es gibt noch kostenlose Tickets. Ja, und wenn ihr schon hier seid, dann guckt euch doch ein bisschen um auf dem Event. Es gibt auf jeden Fall ein paar coole Möglichkeiten, was zu machen. Ich würde mich von Amazing coachen lassen, wenn ich Zeit hätte und er mir die Möglichkeit geben würde. Aber ich glaube, da ist alles an Ansporn verloren. Okay, was geht mit Kani jetzt? Er läuft einfach mal rüber. Einfach mal scouten jetzt hier. Na, er läuft rüber zu Kutscher. Ja, und läuft noch weiter. Ist das vielleicht die kurze WC-Pause hier? Ja, vielleicht. Ja, kleine WC-Pause möglicherweise bei NNO. Ich habe da jetzt keine Info.
Ja, Kani ist ja noch jung. Ne? Ja, der kann stimmt. sich da noch nicht so beherrschen. Da muss man manchmal einfach... Ja. Oh, warte mal. Er ist über den Tisch hier zusammen mit Autofill. Jetzt auch noch Johnny jetzt mit dabei. Jetzt wollen alle mal. Ja, aber mit Johnny will keiner. Doch, Kutscher will immer. Oh, ja, Kutschi. Der gute alte Stein hat ja? zweimal bisher gewonnen. Ist so. Stein. Ah, sehr gut. Hätte er mal den Stein genommen, der Philly. Ja. Also ne? bisher hat er also, jede Runde verloren, hätte den Stein genommen oft gewonnen, ja. ne? der Kutscher. Das ist schwierig, würde ich sagen. Da haben wir auch die Rangfolge zumindest geklärt. Falls das eine... Nee, es war keine WC-Pause tatsächlich. Und zwar, Kani läuft für No Way, um ihnen ein Headset zu bringen. Ehre. Ja, die Unterstützung, ne, da sieht man, dass man als Team natürlich auch zusammenhalten muss, sich unterstützen muss gegenseitig. Und vor allen Dingen muss Kani alles erledigen. Das ist auch Ich muss nochmal laufen. Headset hat die falsche Farbe. Ja, wir haben Ingame noch nicht so viel gesehen. Das heißt, die Spieler sind natürlich noch frisch. Man sieht bei Tolkien jetzt die gleiche Haltung wie bei Phil vorhin. Ich denke, das ist so die offizielle Entspannungsposition, in der man am meisten Kraft sammeln kann. Haben sie wahrscheinlich gelernt. Ne? In den, ja, wobei Tolkien liegt sich ja auch gerne im Green Room immer mal komplett auf dem Boden. Ey, würde ich auch machen, wenn ich könnte. Ja, warum kannst du nicht? Na, hier geht's nicht. Dann könnte ich nicht mehr ins Mikrofon sprechen. Ja, hier nicht, aber ja, ich meinte jetzt im Green Room. Ja. Aber gut, es wird sobald No Way dann auch was hören kann, oder? Was kommt da jetzt auf ich die Ich glaube, Bühne? Die wollen einfach noch den Puls und den Kreislauf ein bisschen hochtreiben. Bei Kani. Also Kani übt jetzt schon mal das Roamen. Das merken wir gerade. Also er roamt nicht nur in der Kluft. Das ist auch das, was du hier lernst. Ne? Ja, wenn du dich im Real Life auch viel bewegst und so, dann bist du natürlich auch fitter, hast mehr Ausdauer, mehr Sauerstoff im Blut für dann die Partie. Ich glaube, es war das Mikrofon zum Headset, was er gerade gebracht hat. Philly schreibt wieder. Was schreibt er? Schreibt er was für uns? Wahrscheinlich nicht. Ja, weiß nicht. Ansonsten Schere, Stein, Papier, Best of Five. Ah, Autofill ruht sich gerade aus. Was ist das Problem? Wird man es lösen können? Ja, genau, so, Kutscher, jetzt spannst du dich auf die Folter. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Bin ich sehr gespannt. Das ist das Haus. Ich fühle mich gerade so, wie Moses sich gefühlt hat, als er die Tafeln bekommen hat. Nee, warte mal, es war jemand anders. Nee, es war schon nee, richtig. Nee, es war Moses, alles gut. War schon hey, richtig. Hey, Johnny, hi. Hi, Johnny. Hallo, Johnny. Hi. Was? Du bist zu leise. Interview. Ja, was hast du heute gegessen, Johnny? Funktioniert gut, ne? Ja, ja. Melli kommt und bringt ein Mikrofon. So, jetzt, Johnny, jetzt kannst du erzählen. So, wie war dein Frühstück? Hi. Hi. Ich weiß nicht, also NNO haben jetzt mehrere Probleme. Erster Linie Angst, aber der Rest ist wohl technischer Natur. Das Game wird ab diesem Moment aber nicht mehr geremaked, weil unser Vorsprung so elementar ist, aha. dass das ab hier als Deathwin gelten würde. Aber ihr habt Botlane den Trade ja schon ganz schön hart verloren gerade. Also wie Johnny so schön sagt, wir haben Leben für Pryo getradet, damit wir jetzt auch gleich den Dive ansetzen können. Da könnt ihr euch schon mal vorbereiten drauf. Muss ich jetzt hier auch gar nicht verstecken. Also dein TP ist gleich auf cooldown, sag ich, wie es ist. Ja, finde ich sehr, sehr gut, dass ihr da auch jetzt schon offenbart, in welche Richtung ihr spielen wollt. Das ist natürlich super für euer gegnerisches Team, dass ihr sagt, ey, Phil hat oben angefangen, der passt bestimmt runter. Ja. Ne? Super. Aber die Frage ist natürlich, warum ist Kutscher eigentlich gerade so durchgereicht worden im Schere-Stein-Papier? Ja, tatsächlich, eigentlich hat er alles gewonnen bis zu einem Moment. Ne? Der wird sonst wütend und reißt mir das Mikro weg. Aber ich möchte an dieser Stelle nur mal ganz objektiv festhalten, dass ein dreifacher Challenger-Midlaner auf die Top-Lane geflüchtet ist, um vor meinem Jone zu fliehen. Ja. Für mich war das hier schon ein Erfolg. Das kann ich bestätigen. Das kommt in meinem Lebenslauf. Was du auch nicht gesehen hast... Das ist überhaupt nicht richtig. Tolkien hatte Angst. Was? Poppy ran. Und meinst du, ich habe Angst vor dir? Ja, es sieht doch so aus. Du zitterst doch. Bei dir sind drei Techniker drumherum, die dir versuchen, dich zu beruhigen. Wo er recht hat, hat er recht. Mir ist das Mikro gegeben. Kutscher, willst du auch noch was sagen? Nee. Alles klar, perfekt. Okay. Ja, was ist jetzt? Ich bin dein Anwalt, dein enger Management-Anwalt. So.
Es sieht aber so aus, als wären eure Gegner langsam wieder ready. Das ich wollte gerade sagen, ich glaube langsam, unsere League Ops rattert da, unser Ref. Man muss natürlich sagen, ne, Sola, euer Vorteil ist, dass ihr mental einfach auf einem Level seid. Ne? Gefällt dir unser gesehen. Outfit? Das stimmt, sehr schönes Outfit. Ja, kann man die noch kaufen? So nämlich. So, willst du das Mikrofon wieder haben? Nö. Nee, dann was, Sola, okay. Was habt ihr denn, ihr habt doch am Anfang ne, in so einem Kreis gestanden. Ihr habt ja mein Gott. Ihr habt euch doch gehypt, Sola. Was habt ihr denn da besprochen? Im Kreis? Ja, wo ihr so zusammenstandet. Wir hatten dreimal scharf mit extra Zwiebeln. Ah. Zweimal ohne Käse. Ja. Ja. Perfekt. Und ein Big Dürüm. In dem Moment greife ich jetzt mal dazwischen und nehme dir das Mikrofon direkt einmal freundlich ab. Jetzt wissen wir, was ihr zum Mittag kriegt gleich. Aber ich glaube nämlich, dass wir jetzt tatsächlich bereit sind. Deswegen, und die letzten technischen Probleme sind bewerkstelligt. Nochmal einen großen Applaus auch an unsere Technik hier vor Ort, die hier immer alles möglich und passend macht und versucht, unsere SpielerInnen so schnell wie möglich immer ins Game zu bringen. Das ist eine Herausforderung mit so vielen wechselnden Setups, das ist einfach so. Und ich meine, ihr kennt es ja, ne? Mein Gott, wir kennen uns aus dem E-Sports. Ich glaube, es kann weitergehen. Johnny randaliert schon. Alles klar, Leute. Deswegen viel Spaß weiter in der Begegnung hier zwischen NNO und Team. Großen Applaus auch für unsere Caster Bart und Mori. Ja, und damit geht's auch wieder in-game tatsächlich. Johnny hat's angesprochen, also No Way auf die Top-Lane, um vor Johnny wegzulaufen. Er ist aufgeregt, wir haben's gerade gehört. Bin mal gespannt, wie er da diese Top-Lane dann bespielen kann. Auf jeden Fall mit TP weniger problematisch. Und ja, Blade Show sucht hier den Trade und gewinnt auch diesen Level-2-Trade. Sehr schön gemacht, ne? Und da muss man sagen, No Way, ja, vielleicht heute einfach ein bisschen zu zurückhalten, aber das wird sich noch ändern. Corki ist ein Charakter, der braucht ein bisschen, der kommt rein, der hat jetzt wieder gerade den Support bekommen von den Technikern, der wird sich hier natürlich reinfinden. Und auch Botlane, der kleine Trade, den man da verloren hatte, wieder ausgeglichen. Und Sola hat es ja schon gesagt, ne? Alles für den Druck auf der Lane, alles für das Tempo. Und ich bin sehr gespannt, ob man das jetzt verwandeln und umsetzen kann, denn sie haben ja ihre Taktik so ein klein bisschen verraten, dass man da Fokus drauf setzen und diven möchte. Vielleicht war es aber auch nur ein doubletes Mindgame. Ja, gut möglich. Ich bin auch gespannt, also gerade, vielleicht können wir natürlich die Positionen mal tauschen dann, damit man es besser vergleichen kann. So oder so gerade, zumindest No Way im CS vorne, der jetzt gerade den Push auf der Lane hat. Das ist natürlich mit Corki auch deutlich einfacher noch auch als mit Poppy, auch wenn ihre Passive da ein Stück weit geändert worden ist. Also sie kann jetzt besser damit nochmal Lars hinten, aber auf der Botlane. Oh. Da geht's ab, da kommt der TP, der erste Trade. Schöner Sidestep nochmal und währenddessen will man hier den Kill und kriegt ihn auch. Stark. First Blood für Sola und für das Team. Und damit holt man hier einfach mal Arguin ab. Ja, Phil, vor allen Dingen komplett dabei gewesen. Ne? Der hat ja geschrien, dann wäre auch mit dem Kampfschrei auf die Botlane gekommen. Da sieht man den Challenger Top 60, ne, wenn ich alles täuscht, ist auf jeden Fall gut dabei. Toplane allerdings No Way jetzt auch wieder am Druck machen. Ne? Der Range-Vorteil, den er gegenüber Poppy hat, den bekommt man hier zu spüren. Mitte frage ich mich auch, wie es läuft. Johnny ist sein Teleport ja gerade eingesetzt, um unten zu unterstützen. Und Johnny muss gegen Tolkien ran, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber für Team auf jeden Fall First Blood ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ein sehr großer Vorteil. Und wie man den jetzt ausspielt, das muss ich erst noch aber zeigen. Aber da kommt der Engage und das sind zwei potenzielle Kills für NNO. Aber Autofill ist da, versucht er zu retten. Kutscher ist down, währenddessen Sola verlust. Und Sola zusammen mit Autofill holt hier nochmal den Bröki ab. Und damit holen sie gleich zwei Kills auf der Botlane. Autofill ist so wichtig, dass er hier eingreift in 2 gegen 2. Wäre man sonst gestorben. Vor allen Dingen, sie haben ja gesagt, unser Plan ist es, Botlane zu diven, Botlane den Fokus drauf zu setzen. Und sie haben es zweimal gemacht. Und NNO wusste das und sie konnten trotzdem nichts dagegen tun. Also super stark gemacht. Jetzt versucht man hier auf der Topside sogar noch mal zu fighten. Rakan ist da, Knockup kommt durch, aber hat man auch genügend Damage. Man zieht sich erstmal noch mal zurück. Ne? No Way ist da dann doch zu gefährlich. Das war stark gemacht. Also Blade Show spielt hier Weak Side und bekommt da von Kutscher Unterstützung, der extra hochgeroamt ist. Währenddessen Johnny im Duell gegen Tolkien sogar einen leichten CS-Lead hat er sich hier erarbeiten können. Bisher hat man natürlich von den beiden Spielern noch nicht allzu viel gesehen. Das ist nicht ungewöhnlich, denn wir haben in der aktuellen Meta sehr viel, was um die Sidelanes rumgespielt wird. Und dann wird die Midlane immer mehr und mehr eine Insel. Aber ja, Tolkien schafft es, hier rauszujumpen und damit dem Knock-Up von Kutscher zu entgehen.
Ja, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Unterstützung ist da, die Leona ist zur Stelle. Es sollte eigentlich trotzdem kein All-In gehen, aber Johnny, ja, der ist hier sehr weit drin, kann sich aber glücklicherweise nochmal zurückziehen. Aber der hat doch einfach nur Lebenspunkte gegen Pryo getradet, ne? Also er hat sich Kutscher dazugeholt, um die Wave rauszupushen, will jetzt ohnehin Base gehen. Als Yone hat man da ja noch die Sicherheit. Trotzdem steht natürlich die Lane nicht ganz so gut, damit wird er jetzt leben müssen und Base gehen, währenddessen Kutscher gleich mit dem nächsten Versuch zusammen mit Autofill gegen Tolkien. Aber der steht safe und hat ja auch Kani als Absicherung in der Nähe. Ja, da sieht man schon wieder den guten alten Traubi McTraubsen. Ja, Philly aggressiv wie eh und je. Kutscher ist der ja sehr roam-aktiv. Außerdem ist Kutscher derjenige, der als Spieler am meisten Namen besitzt. Ich meine, ich habe gerade in einem Satz 3 unterbringen können. Das ist schon eine ganze Menge. Botlane muss Sola dafür alleine klarkommen. Und jetzt sehen wir schon wieder Kutscher wieder auf einer anderen Lane. Der macht sich als Support aber auch gerade die ganze Karte zu eigen. Ja, aber währenddessen hier No Way verteidigt er den Freeze. Kann da sogar der Poppy Ultimate dodgen. Also gut gemacht hier von No Way, der sich da gegen zwei Mann behaupten kann. Und wie gesagt, diesen Freeze so ein Stück weit aufrechterhalten kann, zumindest eine teilweise. Was natürlich für Blade Show sehr eklig ist. Währenddessen eine Botlane-Dive, aber Autofill ist da. Wunderbarer Cover von Phil, dadurch den Dive nochmal verhindert. Und jetzt kommt Johnny mit der Ultimate. Er will hier fighten, aber kann er das alleine? Denn der Hecarim, der steht schon wieder an seinem Reset-Point. Den Gegner, der gerade geteleportet ist, den Tolkien, den kann man hier sogar nochmal angehen. Johnny kommt raus und damit ist alles ausgeglichen, wie es aussieht. Ja, Problem ist jetzt gerade, Toplane geht eine große Wave in dem Turm. Blade Show noch nicht wieder da. Währenddessen hat man Botlane auch den Trade verloren, auch wenn kein Blut geflossen ist mit dem Flash über die Wand. Man will trotzdem nochmal angreifen. Kutscher kommt mit dazu. Aber wir sehen es hier. Arguin kann das easy disengagen. Hat auch noch seine Ultimate. Das muss man respektieren. Da ist Autofill im Level noch ein bisschen hinten durch die vielen Ganks. Hat er weniger XP durch seine Jungle Camps. Ja, Kutscher levelmäßig halt auch nochmal sehr weit hinten als Support. Botlane. Kann man der Bombe nochmal ausweichen. Aber die Frage ist, kommt da Kutscher nochmal raus? Der hat nämlich sehr wenig HP und sehr wenig Level und damit ein Kill für NNO. Kill Nummer 2. Sie sind dabei aufzuholen. Ja, und da war Kutscher ein bisschen übermütig. Ja, Kutscher ein bisschen zu aggressiv und Bröki dankt, ist jetzt sogar auch Shutdown wert mit seinem Six. Und ja, ein Six sehr gefährlich, wenn er Platings bekommt, aber jetzt wieder Autofill zur Stelle. Erneut kann er disengagen mit dem W. Sola hinterher, ah. Der will den Kill und er kriegt ihn auch. Stark. Er kriegt den Shutdown. Sola jetzt 2-0-2. Und das war eine ordentliche Goldspritze, die er hier bitter nötig hatte. Vor allen Dingen als Zwayne, ich glaube, wir kennen das alles aus Solo-Queue, wenn wir selbst gegen eine Zwayne spielen müssen. Wenn die einmal vorne liegt, dann hast du auf jeden Fall keinen Spaß mehr. Man sieht den Fokus Richtung Botside. Ja, man versucht da vielleicht auch einfach das Mindgame zu spielen, mental dem Gegner überlegen zu sein. Und bisher funktioniert das zu großen Teilen zumindest sehr gut. Gleichzeitig bedeutet das, man kann sich hier den Drachen einverleiben. Und so ein früher Höllendrache, der ist auf jeden Fall ein Bonus, den man sich schmecken lassen kann. Ja, allerdings Team NNO jetzt dran am Herald. Und das ist natürlich so das Objective, was so wichtig ist momentan in der Meta, einfach dieses frühe Gold. Cross-Map-Play von Autofill, er holt den Drake dafür. Das heißt, man geht hier eher übers Drachen-Stacking. Generell beide Teams mit dem insanen Late-Game-Scaling. Also ich kann mich da gar nicht festlegen, welches Team besser ist. Corki, Jax extrem stark, aber auf der anderen Seite auch Vayne, Yone, zwei absolute Late-Game-Carries. Insofern wird es alles andere als einfach hier für beide Partien. Wir sehen auch im Gold ist man vergleichsweise even, ja, auf einzelnen Positionen natürlich auch Unterschiede, also gerade da No Way ein riesiger Farm-Lead bzw. riesiger Gold-Lead auch gegenüber Blade Show, der hier die Weakside spielen muss. Auf der anderen Seite hat gerade Autofill und auch Sola hier sich einen kleinen Farm-Lead erspielen können. Ja, ist ein netter kleiner Bonus, ne, aber insgesamt das Game noch ausgeglichen und dafür, dass man Kills und Drachen bei Team hat, so ein kleiner Vorsprung bei NNO, der wird jetzt nicht den Unterschied machen. Aber den Herald zu haben, das wird einen Unterschied machen. Dadurch wird man hier direkt wieder Druck ausüben können. Toplane hätte man den kompletten ersten Turm, den man aber auch, glaube ich, so bekommen wird. Botlane, gerade Bröki und Karni schon wieder direkt am Turm dran. Auch der wird bald fallen, gerade wenn man den Sixer Sola im 1 gegen 2. Mit dem Solo-Kill. Und dem Statement-Flash nach oben nutzt ihr Cleanse, flasht ihr einfach mal nach vorne. Bröki ohne Flash, keine Chance und damit auch Bröki ohne Leben. Ja, das ist eine Wayne, wie man sie kennt, wenn sie einmal vorne liegt. Viel Spaß Bröki bei der weiteren Lane. Aber auch sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt so Druck machen kann, weil wir sehen es, ne, der Turm ist praktisch
schon zerstört. Da fehlt nur noch der Six, der mit seiner W einmal gegenwirft. Und Johnny, oh, der versucht hier nochmal ein bisschen Druck zu machen. Und das ist halt, das ist das Team, was wir sehen wollen. Ne? Sehr aggressiv, spielen die ganze Zeit so, als wären sie schon meilenweit ahead, obwohl sie es noch nicht sind. NNO aber, die sind dafür bekannt, dass sie halt lange Spiele gut spielen können. Gerade mit einem Cocky. No Way haben wir noch nicht viel gesehen. Aber ich glaube, irgendwann wird der Punkt in diesem Game kommen, wo wir die Kamera kaum noch von ihm wegbewegen werden. Ja, das Ding ist, er hat jetzt Package ready und Mana Immune schon fertig. Und damit auch den Kill hier gegen Johnny mit dem Top-Lane-Dive. Blade Show etwas zu spät dabei. Gerade sein Kall fertig gesackt, jetzt den Assist. Und das ist auf jeden Fall eine Menge Gold. Währenddessen Bröki für den Turm. Gibt er sein Leben, wird nochmal abgeholt. Aber währenddessen Blade Show, du spielst gerade Weakside, du musst hier aufpassen. Harold direkt eingesetzt für den nächsten Turm. Poppy Ult geht ins Leere und dann kommt Kani mit dazu, zwingt ihn zum Flashen und das war stark gemacht. Flash für die Knallpflanze und No Way mit dem Kill, der Charge jetzt an den Tier 2 Turm. Ja, Johnny ist da, um das Ganze zu verteidigen, aber gegen vier Mann unterm Turm, selbst als Yone, wird das schwierig. Er versucht es, aber er schafft es nicht. Der NNO mit dem nächsten Kill und mit dem nächsten Tower und die sind jetzt am Drücker. Na, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo die Kamera hauptsächlich auf ihnen sein wird. Sehr, sehr stark. Aber Sola, ne, den muss man in dem Game auch mal vorheben. Der tut halt, was er kann. Also der ist so aktiv gerade, obwohl sein Team ihn komplett alleine lässt. Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Gold hier gerade No Way zum Ausgeben hat. Wie gesagt, der hat jetzt eine Menge Gold in die Kassen bekommen. Wir sehen es, kann direkt die Boots instant kaufen in einer Rutsche. Und auch nochmal den Noonkiver oben drauf. Also das heißt wirklich mit über 2000 Gold in die Base. Währenddessen Shieldbow bei Sola fertig. Wir sehen es hier. Auf die beiden Spieler wird es so ein Stück weit ankommen und die beiden jetzt auch schon im Duell. Und da muss man sagen, hat natürlich eine Vayne deutlich mehr Outplay-Potenzial, als es das ein Corki hat später. Ja, auf jeden Fall. Aber wird natürlich trotzdem schwer werden. Ne? Gerade wenn du ein Hackerim im Gegnerteam hast, die Menge an CC, die da ist, die ist gar nicht zu verachten. Da wird ein Glanz helfen, definitiv. Aber ob es reicht, das werden wir erst noch sehen. Gleichzeitig dann Bröki, ne? Six, der wird im Late Game natürlich auch sehr, sehr stark daran sein, die Leute immer wieder zu nerven mit einer Bombe nach der nächsten, sie zu belagern, Druck auszuüben. Und jetzt sehen wir es gerade schon in der Midlane. Ne? Johnny hat da auf jeden Fall nicht mehr so viel Spaß, wie er es am Anfang hatte, wo wir diese kurze Pause hatten. Währenddessen jetzt der Push in der Midlane. Man hat 3 zu 0 Türme und damit auch einen guten Goldvorteil. Insgesamt NNO auch makrotechnisch hier engaged. Besser. Jetzt engaged mit dem Knock-Up. Autofill ist ebenfalls mit von der Partie. Und Bröki, der nächste Kill. Jetzt dieses Mal für Johnny. Ja, und gut gemacht. Na, den CC vor allen Dingen sehr gut aneinander gereiht. Also sie haben da es gerade geschafft, Six fast permanent in der Luft zu halten. Das war sehr schön anzusehen. Trotzdem wäre er fast noch weggekommen. Also Team versucht hier wirklich alles, um einzelne Leute rauszunehmen. Nochmal der Stun. Johnny ist da mit dem Damage-Follow-up über Phil und das wird der nächste Catch werden. Team fightet hier weiter, muss nur noch den Last Hit irgendwie kriegen und den bekommt am Ende natürlich Blade Show. Starkes Ding. Und ja. Team gibt nicht auf. Die fighten permanent weiter. Problem ist natürlich, man hat jetzt hier noch keinen Item-Bauer-Spike auf der Poppy. Jetzt gerade Divine Sandra fertiggestellt. Der Drake allerdings schon live. Man muss aus der Basis kommen. NNO mit mehr Tempo auf der Karte. Und holen den Engage. Kutsche einfach mal abgeholt von Agorin. Und weiter geht's in den Dive. Auch Tolkien holt sich den Johnny. Damit sein erster Kill hier. Und da muss man sagen, da ist Team einfach jeweils zu spät und in Unterzahl immer wieder auf der Karte. Die Six holt von Bröki, der nächste Dive, zu viel von Agorin und Blade Show mit dem Shutdown. Ja, die beiden Teams zeigen uns auf jeden Fall einiges. Ne? Also sie fighten und fighten und fighten. Sie sorgen dafür, dass dieses Showmatch auch wirklich ein Showmatch ist. Nächster Drachen für Team und das ist wichtig. Ne? Die Seele wird zwar nur eine Winddrachenseele, aber die ist natürlich trotzdem Bonus, den man nicht achten darf. Und hier ist wieder ein Kill. Was ist los mit Team? Ja, Bröki wieder zu weit vorne. Flash wäre noch abgewesen, aber Blade Show wirklich mit einem super Engage hier auf ihn. Direkt gestunt und damit dann chancenlos. Kutscher hinterher, du hast es angesprochen, gerade dieser CC über die Poppy, über den Rakan. Das ist ein sehr, sehr guter Engage, den sie hier einfach haben und mit dem sie tatsächlich später auch eine Vayne peelen könnten. Auch gegen einen Corki, auch gegen einen Jax. Hegarim Leona, das ist ja da hauptsächlich, was wir an Engage erwarten zu haben.
beziehungsweise an dem, was da kommen mag. Jetzt währenddessen aber Autofill gecatcht. Kutscher ist da, kann aber nicht helfen. Leona Ultimate eingesetzt und damit auch Autofill wieder abgeholt. Und man sieht halt, mehr und mehr wird der Jungle hier von Arguin übernommen. Ja, der ist auf jeden Fall auch sehr schnell unterwegs mit seiner Pferdestärke, die er da hat. Man versucht ihn jetzt nochmal irgendwie mitzunehmen. Knockup kommt durch. Sola ist da und er macht richtig guten Damage. Damit der nächste Kill für Team. Und es ist ein Hin und Her. Beide Teams nur am Fighten. Es geht darum, wer hier die Hoheit über den Jungle und die Karte haben kann. Und es ist ausgeglichener, als ich gedacht hätte. Na, wir haben beim Gold aber trotzdem, und das ist eine Sache, die man nicht mitbekommt, einen extremen Vorsprung für NNO. Also auch wenn die Fights hier gerade immer noch gut von Team gespielt werden, währenddessen ist man natürlich in der Lage, sehr viel Gold über den Farmen zu generieren und sich dadurch einfach einen Vorteil zu erspielen. Ja, es kommt, wird auf die Teamfights ankommen. Also ich meine, NNO hat zwei gute Möglichkeiten. Sie haben natürlich ebenfalls einen guten Teamfight. Da kommt es hauptsächlich auf No Way an. Er muss später der Carry sein mit Corki. Und das ist halt auch ein Champion, der insanely skaliert. Auf der anderen Seite den Split-Push über Tolkien, gerade mit Jax. Richtig, richtig böse. Da haben sie gute Chancen. Oh. Rulki schon wieder abgeholt von Autofill. Ja, und auf der anderen Seite Team wirklich hauptsächlich auch Teamfight dominierend. Ich bin gespannt, was da die Antwort auf diesen Split-Push-Jax sein wird, weil das ist wirklich böse. Ja, das ist vor allen Dingen mit Jax und Corki natürlich schwierig, ne? Weil beide sehr gut im Split-Push sind. Team versucht weiter zu Teamfighten, macht ihm im Namen der alle Ehre, aber da kommt jetzt auch der erste von NNO. Die gehen aggressiv rein und es sieht so aus, als würde man die eine nach dem anderen mitnehmen können. Erst fällt Phil, dann fällt Johnny. Und Kutscher kann dabei nur zusehen. Und jetzt kommt sogar nochmal Playshow. Der denkt sich, jo, das kann ich fighten. 1-3, für mich kein Problem. Muss dann aber gucken, dass er da sehr schnell wegkommt. Wunderbarer Block. Und dadurch kann er sich nochmal zurückziehen und beschäftigt die Gegner zumindest. Aber ne, fällt euch auf, wie selten wir No Way und Tolkien on Cam haben. Die sind die ganze Zeit wirklich nur am Farmen. Wenn man sich die Werte anguckt, 40 Farmen mehr für No Way, 20 Farmen mehr für Tolkien. Das macht einen riesigen Unterschied. Ja, jetzt holt man sich auch den zweiten Herald und da kann man natürlich überhaupt nichts machen, auch der Midlane-Turm. Also ich meine, ja, Brücki ist ein paar Mal gestorben, aber er hat eine Aufgabe und das ist einfach die Türme zu zerstören und die Waves zu clearen und die erfüllt er. Ja, für alles andere gibt es eben No Way und Tolkien, du hast es halt angesprochen. Die farmen sich gerade hoch, um hier weiter schnellstmöglich auf ihre Items zu kommen. Und da sehen wir gerade auch No Way schon auf 2 Items. Fast auch Muramana fertig, da fehlt nicht mehr allzu viel. Insofern, das wird hier nochmal ein spannendes Duell. Sola hat sich hier entschieden, geht hier auf Wits End noch, gerade gegen diesen vielen magischen Schaden, den NNO mit am Start hat. Sola ist für mich der große Hoffnungsträger bei Team. Wayne ist so die Absicherung, die man für später noch hat. Alles andere wird dann doch ein bisschen schwieriger. Klar, Yone ist auch nicht schlecht, gerade mit 2 Items ist der erst so richtig online, aber trotzdem, ich bin sehr skeptisch, ob dann dieser Goldvorsprung, der jetzt mittlerweile bei 6.000 Gold bald angelangt ist, oder 5.500, ne, sagen wir mal ehrlich, den wieder reinzuholen, das wird auf jeden Fall schwierig werden. Aber man gibt sein Bestes hier, Sola, ne, nimmt sich jetzt mittlerweile auch den Midlane-Farm. Und jetzt ist die große Frage, wird man noch einen dritten Drachen abgeben? Wird NNO in 50 Sekunden um den Winddrachen kämpfen oder haben sie Besseres zu tun und werden weiter versuchen, Druck auszuüben? Ja, ich glaube, wenn sie die Möglichkeit haben, den Drachen zu nehmen, wenn NNO da gerade nicht auf der Karte ist, sollten sie es machen. Ansonsten sollten sie den Drachen droppen, meiner Meinung nach. Sie sind im Gold ziemlich behind, du hast es angesprochen. Liegt auch nicht zuletzt daran, einfach weil viel mehr Objectives da sind. Aber hier kommt der Fight, TP jetzt unterwegs. Die Ultimate schon mal raus, währenddessen ins GA gedrückt. Und gerade Tolkien hält hier alle beschäftigt. Aber von hinten kommt Blade Show. Der geht da rein, will den Kill, aber es reicht nicht. Und dann ist Sola da, holt Tolkien ab. Und diese Vayne ist sowas von scary, der Trade. 1-1 lang Sola, aber immer noch nicht vorbei. Double Kill Sola, es bleibt blutig. Währenddessen No Way mit der Valkyrie, mit dem Package, holt der Blade Show ab. Aber er muss aufpassen. Erst momentan sind sie zu zweit. Autofill soll den Weg hier abschneiden. Den Herald einfach mal im Drive-By beschworen. Ja, was willst du denn machen auch jetzt? Man steht gerade auf der falschen Seite, versucht den Druck zu verlagern. Währenddessen Brücki in der Mitte. TP jetzt. No Way, der ist down, der Shutdown für Autofill. Aber da ist immer noch ein Herald und da ist immer noch ein Brücki. Und man sieht es, ein blutiges Game. 26 Kills nach 20 Minuten, aber 4-0 gleich 5-0 Türme. Brücki haut jetzt sein B raus.
Währenddessen Team mit den Kills, aber NNO mit den Objectives und dem Goldlead. Ja, man sieht auf jeden Fall, was die Strategie von NNO ist, würde ich sagen. Die haben sich gedacht, okay, Team ist niemals so gut koordiniert wie wir. Ich meine, dafür ist No Need Orga ja auch bekannt, dass sie immer sehr gut organisiert sind. Und deswegen versuchen sie das Ganze über Splitpush zu machen. Hier nochmal ein Catch auf der Botlane. Für NNO sehr, sehr gut und für Team kommt irgendwann der Punkt, wo sie sich fragen müssen, können wir noch genug Team fighten? Haben wir noch genügend Raum auf der Map offen oder verlieren wir einfach unsere Inhibitoren, wenn wir das machen? Weil du hast schon gesagt, Brücki die ganze Zeit am Pushen gewesen, der ist ja halt super gut in der Lage, einfach dann den Midlane-Turm unter Druck zu setzen. Und ich glaube, auf lange Sicht wird das wirklich das Hauptproblem von Team sein. Können sie bei den Rotationen, bei dem Push, den hier NNO aufbaut, mithalten oder werden sie halt irgendwann einfach zu sehr in die Enge gedrängt. Ja, sie brauchen jetzt halt langsam auch Türme, um das Golddefizit so ein bisschen auszugleichen. Hier ist wieder der Catch auf Autofill, der schmeißt die Ultimate an, aber es nützt hier nichts. Tolkien mit dem Kill und jetzt auch noch den Tier 2 Turm, 600 Gold insgesamt nochmal in die Taschen von NNO und man sieht es, der Goldvorsprung wächst, 6:0 in Türmen. Sola, was kann er machen? Er hat das meiste Gold im Game, die Leona Ultimate kommt, er kann dodgen. Bisschen aggressiv, aber trotzdem das, was man braucht. Man muss hier die Gegner zurückdrängen. Und bisher hat man noch nicht so wirklich mit Sola teamfighten können. Ich glaube aber, wenn man es schafft, für den später richtig zu peelen, das Ganze richtig aufzubauen, also praktisch Wayne zu beschützen, dann hat man trotzdem noch gute Chancen. Ich glaube, Sola hat ja das Game seines Lebens. Ne? Der freut sich auf jeden Fall, dass es so gut für ihn läuft. Auch wenn er natürlich eine Menge Verantwortung Hitbox. Hat. Blade Show hat hier No Way erwischt, hat ihn geultet und versucht ihn jetzt hier runterzurennen. W ist aktiviert, kann hier nochmal mit dem E dran und das muss der Kill hier sein. Mit dem Flash über die Wand holt No Way nochmal Zeit raus. Aber da kommt Autofill und da gibt's No Way Home. Ah, oder doch? Ah, nee, nein. Von der Seite nochmal Poppy. Also, da kommt man nicht raus, man hat lang gebraucht, aber Noe hat sich da echt nochmal gut aus der Misere versucht zu ziehen, während Sola sich denkt, okay, ich habe allein Botlane gespielt, mache ich allein Baron. Ne? Einfach alles alleine heute, das ist auf jeden Fall das, was er probiert, aber nicht ganz schafft. Da braucht man dann doch den Rest seines Teams. Man hat keine Vision, aber man ist auf dem Weg. Also wenn man hier nicht schnell ist, dann wird man jetzt gerade aufgedeckt. Und dann wird es schwierig, die Gegner aufzuhalten. Johnny will fighten oder die Gegner zumindest beschäftigen. Aber so leicht ist es nicht. Kutscher jetzt von der Seite mit einem schönen Engage. Hollow Up ist da. Leona Stunner links auch. Und man holt hier viel Zeit raus, bekommt aber zuerst die Leona. Man braucht aber noch mehr. Tolkien wartet für den Return. Hecarim auch da. Man hat den Six, aber kann man noch mehr bekommen. Double Kill von Tolkien und der macht noch weiter. Triple Kill für ihn. Quadra Kill. Und vielleicht ist da sogar ein Panther drin. Sola muss hier laufen, aber wird er wegkommen von dem Pony? Ich glaube es nicht. Er bekommt hier nochmal zumindest den GA, kann Tolkien zurückwerfen und Sola rennt um sein Leben. Schafft er es in die Base, ist die große Frage. Oh. Wieder das Pferd auf dem Weg und Sola und wird terminiert. Oh, das hat hier nicht gereicht. Wer kennt ihn nicht, den Film von Tom Tykwer? Sola rennt, aber leider nicht weit genug. Und ja, damit der Shutdown hier an Arguin. Das war eine Menge Gold. Solas erster Tod, 19:9 in Kills. Jetzt fast 9000 Gold vorne. Der Nasher obendrauf. Die Idee war gut, aber Sola mit diesem Itembild hatte er es nicht geschafft, hier den Hecarim schnellstmöglichst down zu bekommen, der viel, viel an Armor dabei hat. Ja, und damit ist das jetzt der 10.000 Gold-Lead für NNO. Sehr, sehr krass gemacht. Na, also, dass Tolkien da so hart das Ganze nochmal turnt. Holy moly. Wenn das Play nicht gekommen wäre, dann wäre das sehr wahrscheinlich endlich der Befreiungsschlag gewesen für Team. Aber so keine Chance. Also, ich glaube, individuell können die Spieler schon mithalten, aber die Koordination, so die Entscheidungen, die man dann im Fight trifft, die man auf der Map trifft, die sehen bei NNO einfach nochmal besser aus. Da merkt man natürlich die Expertise. Was soll ich sagen? Na, hier nochmal Engage, aber das Pferdchen dann vielleicht doch ein bisschen zu schnell, wobei kein GA mehr da ist. Das könnte hier der Catch sein und der ist es. Immerhin der nächste Kill für Autofill. Ich glaube, das, was man am meisten Damage merkt, von No Way mittlerweile, also das tut schon weh. Auch er jetzt auf 3 Items Essence Reaver fertiggestellt und ja, man sieht schon, so langsam tun auch die Raketen weh. Team hat ihren ersten Turm bekommen, aber wir sehen es auf der anderen Seite. Tolkien dabei, jetzt den 7. für NNO mitzunehmen. Das ist der erste Inhib-Turm. Ja, einfach, weil auch keine Tier-2-Türme mehr da sind. Also das wird hier wirklich eine Mammutaufgabe, sollte Team hier nochmal irgendwie zurückkommen wollen. Ja, und währenddessen jetzt in 20 Sekunden der Drake da. Das wäre die potenzielle Soul. Aber ich fürchte, das wird man abgeben müssen, denn
mit dem Goldlied und vor allem mit dem Druck auf der Karte. Man sieht es, Toplane ist reingepusht, jetzt Sola dabei, die Midlane auszupushen. Er ist der Letzte, der sich catchen lassen darf gegen Team NNO. Ja. Jetzt wird so langsam brenzlig, aber No Way. Oh, der Damage aber von No Way in Return. Jetzt die Six Remain, das ist der Kill auf Sola. Sola ist down und das ist ein bitterer Schlag gerade für Team. Die versuchen jetzt, sich irgendwie zurückzuziehen. Schöne Ult von Blade Show, um da Zeit rauszubringen, aber es wird nicht reichen. Der versucht jetzt, die Gegner zu beschäftigen und damit sind es nur noch zwei Spieler. Die beiden Fills, die Base verteidigen müssen. Und das ist so eine Mammutaufgabe. Man versucht jetzt, Tolkien hier irgendwie anzugehen, aber der turnt einfach alleine gegen zwei, bekommt jetzt Unterstützung von seinem Team. Und das sieht gerade richtig, richtig schwierig aus für Team. Da ist nochmal der Kill auf Kutscher. Autofill versucht es, aber Double Kill von Tolkien. Und das wird das Game sein. Das ist das Ace und da sieht man schon die Todestimer. Sola jetzt wieder am Leben zwar, aber sie haben immer noch Nash Buff und sie wollen jetzt hier das Game beenden. Währenddessen geht es erneut auf Sola. Der kitet hier wirklich bis zum Schluss. Nimm nochmal einen Kill mit gegen Aguin. Aber reichen tut das nicht. Gleich liegt der Nexus hier frei. Und da ist halt immer noch eine Leona. Da ist immer noch ein Kani. Da ist ein Tolkien. Da ist noch so viel CC. Und man sieht es. Leona Ultimate raus. Nexus liegt frei. Geht down. Und damit der Sieg für No Need Orga. Starkes Ding. Ich glaube, jetzt gibt es nur noch zu sagen, GG, well played. Na, beide Seiten hatten sehr starke Momente. Grüße nochmal an Sola, sehr stark gespielt. Aber Tolkien, ne, dieser eine Turn, den er hingelegt hat beim Baron, der hat das ganze Game nochmal entschieden und gedreht. Es war ein krasses Match, sehr schön anzusehen. Und für ein Showmatch, na, auch für die Aufwärmung, für die Worlds, die ja bald beginnen werden, glaube ich, super gewesen. Ganz genau, so sieht's aus, Jungs. Vielen Dank auch nochmal an euch. Einen großen Applaus an Bart und Mori. Eure Stimmen hier in der Begegnung. Und Ladies and Gentlemen, everybody, was für ein Showmatch war das bitte? Ich möchte jetzt nochmal, dass ihr richtig Alarm für beide Teams macht. NNO und Team. Und natürlich unsere Siegreichen hier auf dem Parkett. NNO. Ja, natürlich gibt es jetzt erstmal das GG und Handshake. Und sobald die natürlich ihre Sportsmanship-Aufgaben da erledigt haben, hoffe ich, dass ich NNO bei mir vorne hier auf der Bühne nochmal für ein kleines Pläuschen kriege. Dafür gehe ich mir direkt einmal das Mikrofon schnappen. Jungs, kommt da zu mir runter, wenn ihr mögt. Komm mal hier. Komm da einfach zu mir hier. So nice, genau. Brücki, ja. Lief ja ganz rund für euch, würde ich mal sagen. Ja, mega. Ne? Also fast 10 Tote geknackt, war super. Ja. Hat Spaß gemacht. Großartig. Und das ist ja das, was zählt. Ne? Spaß ist an oberster Stelle. Und Kani, wie hast du dich so gefühlt auf der Bühne? Verarscht. Ja. Wenn ich so gespielt hätte wie er, dann hätte ich heute noch keine Bettwäsche. Keine Ahnung, das ist alles ist okay. Wir wollten tryharden und er hat vermutlich auch sein Bestes gegeben. Okay. Freddy, ja, wie lief's denn so für dich? Bist du zufrieden mit dem, was NNO aufs Parkett geschmissen hat? Schon, ja, war sehr gut von den beiden hier, zur Rechten. Ich habe eigentlich nur gefarmt, war sehr langweilig für mich, aber wir haben ja noch ein paar Games. Da hätte ich ja auch mitspielen können, weil das mache ich eigentlich auch immer. Ich bin dann irgendwo verloren auf der Top-Lane und sammle so ein bisschen die Last-Hits mit Nasus damals noch. Oh Gott, ich kann mich erinnern, dunkel. Ja, Showmatch ist durch. Es war schon doch recht deutlich irgendwo, aber auch wirklich schön anzusehen, nichtsdestotrotz. Wie hast du es empfunden? Gesundheit. Aber Tolkien. Ja, das war ein guter Talk von Aguin. Ja. Habe ich gefühlt. Ich wollte gerade sagen, ne? Also ich fand auch, mehr musste ich jetzt nicht nachfragen, weil er hat ja prinzipiell alles gesagt, was er sagen wollte und konnte, oder? Ich glaube auch so seiner Wukong-Zeit hat er auch schon Tiergeräusche nachgemacht und er hat dafür ein gewisses Talent. Ja, das fand ich auch. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, das Talent. Aber ich meine, Tolkien, mega geile Show, die uns hier geboten habt. Es war super nice anzusehen. Ihr hattet auch Spaß, oder? War nice. Ich glaube, Nobe hat einen sehr großen Fehler gemacht. Also einfach generell in Showmatches extrem naiv Toplane zu nehmen. Da hat er nämlich gar keine Freude in dem Game. Und das mal als Midlaner, glaube ich, ziemlich glücklich. Und war ein nice Game. Ja, super. Genau so ist es. Nochmal einen großen Applaus für NNO, die hier siegreich aus dem Showmatch
gegen Team hier aufgetreten sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen euch ja dann in der First Div, der Prime League nochmal, nicht wahr? Viel Erfolg da weiterhin. Und ja, Team, die sprechen.